Hallo zusammen, willkommen zum Lösungsvideo der Kasusaufgaben. Das heißt, wir besprechen jetzt in diesem Video nur die Lösung für die Aufgaben des letzten Videos. Auch in der Lösung nehme ich wieder die Farben, die ich immer benutze für den Kasus, also nominatives Grün, Dativ Blau und so weiter. So, Sie sollten ja am Anfang die unterstrichenen Teile benennen bzw. sagen, in welchem Kasus die stehen. Sie sehen in Rot die Verben, die sind nicht unterstrichen. Das liegt daran, dass die Verben keinen eigenen Kasus haben. Sie zeigen den nur für andere Satzteile an. Also hier zum Beispiel hatten wir Glauben. Das zeigt an, dass hier jetzt ein Dativobjekt kommt. Aber Glauben an sich hat, wie gesagt, keinen Kasus. In Grün haben Sie den Nominativ hier stehen. Das heißt, hier wäre die Frage immer, wer denn hier aktiv etwas tut in diesem Satz. Und das steht meistens im Deutschen am Satzanfang. Das ist, wie gesagt, das, was ich immer den normalen Satz nenne oder den Standardsatzbau, dass hier der Nominativ am Satzanfang steht. Das muss allerdings nicht immer sein. Deswegen habe ich hier im fünften Satz einfach mal das Subjekt in die Mitte geschrieben, damit Sie das auch mal sehen. In Blau der Dativ, das sind dann meistens andere Personen, die mit dabei sind sozusagen. Sie könnten beim zweiten Satz auch zum Beispiel hier einfach im Artikel sehen, aha, hier steht dem, okay, das ist Dativ. Das geht auch. Also Sie können hier nach dem Artikel gucken, Sie können hier gucken nach dem Verb, dass Sie wissen, aha, nach Glauben müsste jetzt Dativ kommen. Oder Sie fragen, wem glaubt der Reporter kein Wort und haben dann als Antwort dem Politiker. Also das geht alles, Hauptsache es ist richtig. Hier unten ist es jetzt keine Person, die im Dativ steht, sondern ein Tier. Das macht aber nichts. Sie können auch hier wieder den Artikel benutzen, um das zu sehen. Oder Sie wissen wieder geben. Aha, da muss irgendwo ein Dativobjekt mit drin sein. Hier bei Nummer 4 ist da das Dativobjekt keine Person und auch kein Tier, sondern ein Gegenstand. Und das habe ich ja aufs Handout geschrieben, werden meistens Akkusativobjekte. Hier ist es allerdings nicht der Fall. Warum steht das im Dativ? Der Hauptgrund hierfür ist einmal hier diese Präposition mit. Wenn Sie auf den zweiten Teil des Handouts gucken, da steht ja auch, dass mit immer Dativ braucht. Also alles, was hier direkt nach mit steht, ist dann in der Regel ein Dativobjekt. Sie können es auch hier am M sehen. Dann haben Sie noch diverse Akkusativobjekte, das sind dann meistens jetzt hier Dinge oder Sachen, die mit dabei sind. Also hier ein Wort ist jetzt vielleicht kein Ding, was man anfassen kann, zählt aber jetzt einfach als Ding oder als Gegenstand. Hier fragen Sie zum Beispiel immer, was ist das kleine Kind? Es ist ein Eis. Was glaubt der Politiker, was glaubt der Reporter dem Politiker? Kein Wort. So in etwa ist das gemeint. Ein Leckerli, das Wort kennen Sie vielleicht nicht, das ist irgendwie, Sie kennen das Wort lecker, so als Adjektiv. Ein Leckerli, so sagt man zu, ja, so kleinen Snacks, die die Hunde bekommen, die dann ganz gerne essen. Bei Nummer 6 haben wir sofort eine kleine Ausnahme, und zwar, Sie sehen, es gibt hier zweimal den Nominativ. Warum gibt es hier zweimal den Nominativ? Sie haben hier das Verb bist, das ist eine Verbform von sein, und das war eines dieser drei Verben, die zweimal den Nominativ benutzen. Also sozusagen einmal kommt der Nominativ vom Subjekt her und danach gibt es nochmal ein Nominativ, diesmal als Objekt. Also es kann sein, dass Sie jetzt dachten, dass das hier Akkusativ wäre, dieses mein Schatz. Das kann auch sehr schnell passieren, wenn Sie jetzt nur fragen, was bist du zum Beispiel? Dann kommt man sehr schnell darauf, dass das hier eigentlich Akkusativ sein könnte, ist aber falsch, wie gesagt, weil das hier eine Ausnahme ist. Dieses Verb ist eine von diesen drei Ausnahmen, die ich im Video besprochen hatte. Bei Nummer 7 gibt es auch eine Besonderheit, und zwar hier hinten dieses zur Schule. Das ist Dativ,
Warum ist das Dativ? Sie haben hier die Präposition zu und die ist einfach immer Dativ. Deswegen ist das hier auch alles Dativ. Nummer 8. Hier wollte ich auf die beiden Frauen ein bisschen genauer eingehen. Das steht jetzt im Akkusativ. Warum steht es im Akkusativ? Dazu müssen wir einmal hier auf die Präposition zwischen gucken und auf das Verb setzen. Die Präposition zwischen ist eine Wechselpräposition. Das haben Sie auf dem zweiten Teil Ihres Handouts stehen. Das kann also Dativ oder Akkusativ sein. Und damit wir genau wissen, ist es jetzt Dativ oder Akkusativ, müssen wir uns das Verb angucken. Ich hatte ja gesagt, dass es ein paar Verben gibt, die sozusagen die gleiche Bedeutung haben oder in etwa die gleiche Bedeutung. Nur dass es von diesen Verben einmal eine Version im Akkusativ gibt und einmal im Dativ. Und hier zum Beispiel haben wir das Verb setzen. Dieses Verb will immer ein Akkusativobjekt haben oder hat immer ein Akkusativobjekt. Setzen ist Akkusativ und dann gibt es noch sitzen. Sitzen ist in etwa das gleiche, nur dass dieses Verb immer ein Dativobjekt hat. Also zum Beispiel, er sitzt in der Schule, da sitzt er schon längere Zeit da. Hier in diesem Beispiel, er setzt sich zwischen die beiden Frauen. Das heißt, er ist noch nicht da, der will sich jetzt erst zwischen die beiden Frauen setzen, sozusagen. Nummer 9 haben wir noch eine Besonderheit, und zwar sehen hier in Pink oder Rosa, was das ist. Das ist Genitiv, das könnten Sie erkennen, einmal hier an dem des, also an dem Artikel oder an dem s, was hier noch drangehangen ist. Aber diese Genitivsache, wie gesagt, mache ich in ein anderes Video. Warum steht das hier im Genitiv? Das liegt hier an dieser Präposition wegen, die halt immer Genitiv anzeigt. Bei Nummer 10 müssen Sie aufpassen, glauben, ne, das ist ja eigentlich ein Dativverb, also ein Verb, was immer Dativ braucht. Hier, das ist aber glauben an, und da hatte ich ja gesagt, dass das hier immer ein Akkusativobjekt braucht. Im Video habe ich gesagt, das ist meistens so etwas Religiöses, das da hinten dran steht. Also er glaubt an Gott zum Beispiel. Es muss jetzt aber nicht unbedingt religiös sein, deswegen habe ich jetzt hier mal an den Sieg hingeschrieben. Also dieser Trainer, vielleicht ist ein Fußballtrainer oder so, der glaubt, dass seine Mannschaft gewinnt. Im zweiten Teil der Aufgabe sollten Sie selber Sätze bilden. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Hier müssen wir jetzt erstmal schauen, in der ersten Aufgabe ist eine Frage verlangt und in diesem Fall mit den vorgegebenen Wörtern müssen wir dann eine Frage so schreiben, dass das Verb an die erste Stelle rückt. Wir haben jetzt hier einmal das Modalverb können und das Verb helfen. Das heißt, das Modalverb verdrängt sozusagen das normale Verb am Satzende und das Modalverb steht dann an der ersten Stelle. Sie sehen, ich habe hier bei dem Modalverb nicht die normale Farbe benutzt, die ich immer benutze, also dieses Goldbraun sozusagen. Das habe ich in diesem Fall nicht gemacht, weil das sonst zu sehr nach Akkusativ aussieht. Also hier ist einfach eine andere Farbe. Sie haben als Subjekt hier diese andere Person, das muss jetzt hier keine Frau sein, auch wenn das sie ist. Sie ist groß geschrieben, das heißt, das ist eine Höflichkeitsform, das könnte jetzt auch ein Mann sein. Wir haben in diesem Satz zweimal Dativobjekte, einmal mir, das hatte ich allerdings schon vorgegeben, also hier mir ist natürlich Dativ, gibt es nur da. Aber warum ist jetzt der Koffer Dativ? Sie müssen also hier der Koffer auch noch verändern zu dem Koffer. Warum? Und zwar liegt das hier an der Präposition mit, die immer ein Dativobjekt verlangt danach. Der zweite Satz ist keine Frage. Ich habe hier nichts hingeschrieben. Das heißt immer, es ist ein normaler Satz sozusagen. Also es muss hinten mit einem Punkt enden. Was gibt es hier? Wir haben einmal das Subjekt, was im Nominativ steht. Dann haben wir nochmal mich. Das ist ein Reflexivpronomen, von dem ich freue mich auf irgendetwas.
Und ich freue mich auf was? Und zwar hier auf deine Geburtstagsparty. Also hier fragen sie, auf was freue ich mich sozusagen? Und dann haben wir am Wochenende, Sie sehen hier am, das ist diese Verkürzung von an dem Wochenende, und dem Wochenende zeigt dann schon, dass das hier Dativ ist. Bei diesem Satz müssen Sie aufpassen, Sie haben hier ein Ausrufezeichen, das heißt, ich will hier einen Satz im Imperativ haben. Es ist ein Satz im Imperativ mit Du, und Sie erinnern sich vielleicht, dass das Du im Imperativ einfach wegfällt, also es kommt nicht in diesen Satz. Und Du bringst, die Endung ST fällt außerdem weg, sodass nur noch im Imperativ nur noch Bring übrig bleibt. Außerdem muss das Verb jetzt hier an den Satzanfang rutschen, weil es ein Imperativsatz ist. Dann haben Sie zweimal Akkusativ. Sie können hier einfach das so übernehmen, wie es hier steht, weil die im Akkusativ und im Nominativ einfach immer die bleibt, sodass Sie hier eigentlich nichts verändern müssen. Im zweiten Satz haben wir nicht zweimal Akkusativ, sondern zweimal Dativ. Sie haben einmal mit den Kindern und hier nochmal zur Schule. Zur Schule hatten wir gerade eben schon. Das ist wieder das Gleiche. Sie sehen zu. Zu ist immer Dativ. Deswegen ist dieser Teil auch Dativ. Den Kindern. Sie könnten jetzt hier sehen, ach ja, hier steht den, und denken, das ist Akkusativ. Das ist aber falsch. Das hier ist den Plural, und zwar kommt das hier, also das ist steht im Dativ und das meint viele Kinder, das hier steht also im Plural. Warum braucht das Dativ? Das liegt hier an der Präposition mit. Und meine Frau, das ist jetzt hier das Subjekt, also die Person, die aktiv etwas tut. Im ersten Satz haben wir ein Akkusativobjekt und zwei Dativobjekte. Nach dem Akkusativobjekt könnte man zum Beispiel fragen, was essen wir im Café? Und die Antwort ist dann ein Eis. Also dieses Eis ist sozusagen das Ding, dieser Gegenstand, den Sie dann noch aufessen. Dann haben wir hier mit viel Schokoladensoße. Das steht im Dativ, also hier die Präposition mit haben. Sie merken schon, mit kommt sehr oft vor. Also mit ist ein sehr guter Hinweisgeber für Dativobjekte. Dann haben wir noch das Café. Also hier oben steht das Café und in. Sie müssen hier das zu im Café machen oder zu in dem Café. Warum steht das jetzt hier im Dativ? Und zwar ist das hier ein fester Ort. Also wo essen Sie ein Eis mit viel Schokoladensoße? Und das ist dann hier das Café, muss dann im Dativ stehen, weil sie eben schon da sind und das essen. Bier ist wieder das Subjekt, das der Nominativ, wer hier etwas tut. Im zweiten Satz haben wir einmal ein Dativobjekt, dem Feuerwehrmann, und einmal Akkusativ, seinen Einsatz. Seinen Einsatz, Sie könnten das einmal wissen, dass es Akkusativ ist, wenn Sie fragen, für was dankt der Präsident dem Feuerwehrmann? Und die Antwort ist dann seinen Einsatz. Oder Sie schauen sich einfach die Präposition an. Für ist immer Akkusativ. Also es braucht ein Akkusativobjekt hinten dran. Dem Feuerwehrmann, warum ist das jetzt Dativ? Sie können hier fragen, wem dankt der Präsident für seinen Einsatz, oder Sie wissen, danken braucht immer noch ein Dativobjekt hinten dran, weil das hier eins dieser Dativverben ist, also ein Verb, das immer noch ein Dativ braucht. Der Präsident ist wieder das Subjekt. Wer dankt dem Feuerwehrmann für seinen Einsatz? Und die Antwort ist der Präsident. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat wenig Probleme bereitet, diese Aufgaben. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag und viel Erfolg.